zweite Runde. Wir gehen weiter. Herrliche Klänge voller Wut und voller Eifer. Härter als vor. Schreiten wir voran. Nicht zu verlieren mit dem Rücken. 13 Bands an 2 Tagen. Jede Menge Besucher, die bei den Konzerten ihren Spaß hatten, Treffen von Leuten, welche die Musik der Bösen Onkels gern hören und sich auf solchen Open Airs wie in einer großen Familie fühlen. So lautet das Resümee, als am 11. und 12. Juni 2010 zum bereits 3. Mal das Hard East Open Air in Lindenau stattfand. Also die Idee ist 2008 entstanden, ganz einfach aus der Sache heraus. Wir sind jahrelang selber Fans der Musik, haben über Jahre selber Onkels Musik gehört, sind über die ganze Geschichte auch damit aufgewachsen als Kinder bis in unser Alter rein und haben einfach gesagt, okay, hier bei uns in der Gegend gibt es sowas nicht und haben einfach probiert 2008 mit einer Tagesveranstaltung so eine Geschichte hier zu etablieren und haben damals mit Engel in Zivil das erste Konzert in der Richtung durchgeführt. Die erste Veranstaltung ist richtig gut gelaufen, ist richtig gut besucht gewesen, hat sehr gut funktioniert. War wie gesagt nur eine Veranstaltung, die einen Tag gelaufen ist, den Samstag. 2009 ist nicht ganz so gut gelaufen, da hatten wir ein bisschen Pech mit dem Zeitpunkt, den wir da gewählt haben. Ist ganz einfach jugendweiher Zeitpunkt gewesen und da hatten wir natürlich weniger Gäste als 2008, hat man gemerkt, waren mehrere Veranstaltungen parallel noch in der Gegend. Ja, ich denke sowieso, dass die ganze Geschichte ein bisschen wachsen muss, sich etablieren muss, bekannt werden muss und ja, ich denke mal, 2010 hat gezeigt, dass machbar ist hier in der Gegend, dass es funktionieren kann, dass eine wunderbare Location ist, Lindenau, und dass es halt einfach passt und funktioniert. Ja. Wie bereits bei den anderen Veranstaltungen hatten sich die Organisatoren auch in diesem Jahr darum bemüht, bekannte Bands aus der Region, aber auch aus der ganzen Bundesrepublik für dieses Open Air zu verpflichten. Und das Konzept ging auf. Wir hatten auf dem Freitag Koma mit dabei, mit denen wir im letzten Jahr 2009 in Arnsdorf schon eine Veranstaltung hatten, die auch sehr gut angenommen wurde eigentlich. Deshalb haben wir uns gesagt, dieses Jahr Koma auf dem Freitag als Headliner passt. Und war auch eigentlich so, dass es in der Ordnung. Samstag, Headliner wieder Engel in Zivil, Krawallbrüder, Berserker, Suicide Kings, regionale Bands und eine Band, die einen Band-Contest gewonnen hat, den wir veranstaltet haben, übers Internet. Ohne die musikalische Leistung der anderen Bands in Frage zu stellen, die wohl am meisten beachtete Band waren ohne Zweifel die Engel in Zivil, die zum nunmehr 3. Mal bei diesem Open Air dabei waren. Also mit Engel in Zivil haben wir sicherlich schon eine gewisse Freundschaft aufgebaut. Es ist alles auch der Umgang miteinander viel familiärer. Wir kennen uns durch andere Veranstaltungen, die wir auch betreuen im Sicherheitsdienst. Man sieht sich immer gerne, so auch bei unseren Veranstaltungen. Deshalb werden wir Engel in Zivil auch 2011 wieder dabei haben. Von Außenstehenden ist immer wieder zu hören, wer weiß, was die da machen, wie die sich benehmen, die wollen doch nur Randale. Diesen Leuten sei gesagt, dass es auf solchen Open Air zwar laut zugeht, es aber nicht unbedingt immer gleich Ärger geben muss. Oder sind die Besucher der Konzerte an diesem Wochenende irgendwie negativ aufgefallen? Überhaupt nicht, sehr zufriedenstellend. Eine friedliche Fangemeinde, die also eine gute Party auf jeden Fall abgeliefert haben, ohne Krawall. Ohne irgendwelchen Müll und also halt ein sehr ordentliches Verhalten.
Rapidale! Die Fangemeinde der Bösen Onkels und ihrer Musik ist groß. Und vom Alter her gesehen ist es nicht nur die Jugend, die auf diesem Open Air anzutreffen ist. Ging von jung bis ganz alt. Wir hatten ein gemischtes Publikum. Es waren alteingesessene Fans, sowie junge Fans. Natürlich auch Fans von den regionalen Bands, ist klar. Aber ansonsten alles querbeet. Und eben diese Fans waren aus der ganzen Republik angereist. Die Erwartungen, die ein jeder an dieses Open Air stellte, waren genauso unterschiedlich wie die Besucher selbst. Wir kommen aus Mosbach in der Nähe von Heidelberg. Seid ihr das erste Mal da? Wir sind das erste Mal hier, ja. Und gestern Abend das Konzert, wie habt ihr das gefunden? Es war super. Wir waren drüber, haben was getrunken. War klasse. Die Stimmung war super. Ja. Also war schon schön hier. Die Leute sind ganz locker. Kann man wieder herkommen auf jeden Fall. Ja. Ihr kommt von Eisenhüttenstadt, seid ihr das erste Mal da? Nein, wir sind schon das zweite Mal hier. Das Konzert gestern Abend, habt ihr schon gesehen, wie war's? Ja, das war immer frei, besser wie letztes Jahr. Wie findet ihr so die Idee, solche Veranstaltungen überhaupt durchzuführen hier? Einmal frei, können wir immer wieder machen. Wir kommen aus Sachsen. Genau gesagt, aus Wittichenau. Es ist ein Stückchen Fahrt, dreiviertel Stunde sind wir gefahren. Wie lange? Dreiviertel Stunde, 15 Minuten, knapp ungefähr. Und es ist geil. Aufmerksam sind wir durch ihn geworden. Wir kommen aus Dahme-Mark bei Tide of Fleming. Ja, und wie hast du sie gefunden? Also jetzt. Ich fand's gut. Ihr hört jetzt weiter. Wir saufen schon die ganze Nacht gut und hört jetzt wieder mal richtig los hier. Schönes Ding. Welche Erwartungen kommt man denn eigentlich zu so einem Open Air? Die gleichen Erwartungen wie bei jedem Festival, würde ich sagen. Feiern, Spaß haben. Ja. Ihr seid von ein bisschen weiter angereist. Von Usedom, ja. Ja. Kommt man von Usedom nach Lindenau? Weil wir Engel in Zivil sehen wollen. Genau, die waren nämlich bei uns auf Usedom und dann haben wir gedacht, gut, haben das gegoogelt und dann sind wir auf dieses Festival gekommen. Während hier noch einige Impressionen aus diesem Jahr zu sehen sind, wird das nächste Open Air bereits jetzt fieberhaft vorbereitet. Ja, also zum Termin kann man sagen, es ist der 3. und 4. Juni 2011. Ist diesmal eine Woche eher als im letzten Jahr. Einfach den Hintergrund, dass 2011 auf das 2. Juni-Wochenende Pfingsten fallen würde und die Veranstaltung gar nicht machbar ist zu diesem Zeitpunkt, weil die Location dafür schon vergeben ist. Ansonsten zum Line-Up, es wird sicherlich wieder genauso interessant werden wie dieses Jahr. Bis spätestens Ende September steht das Line-Up, wird im Internet bekannt gegeben. Ja, ansonsten die Bands, die dieses Jahr gespielt haben, einige davon werden wir sicherlich wiedersehen. Engel in Zivil sind wir auf jeden Fall dran. Und der Rest, wie gesagt, bis Ende September steht das Line-Up. Bleibt an dieser Stelle nur noch einmal Danke an alle zu sagen, ohne deren Hilfe dieses Hard East Open Air gar nicht möglich gewesen wäre. Wir bedanken uns natürlich bei allen Fans, die friedlich Riesenfest gefeiert haben, super Stimmung gemacht haben und hoffen natürlich, dass wir uns nächstes Jahr alle wieder vor Ort in Lindenau sehen. Weiterhin immer zu empfehlen, unsere Homepage www.hardeast.de. Ab und zu mal verfolgen, gibt es immer die neuesten Sachen zu sehen. Und demnächst auch den aktuellen Trailer von dem Hard East Open Air dieses Jahr zu bestellen, dann über die Homepage.